So, Freunde der Sonne, heute Abend kommt ein Video online. Bevor das Video online kommt, wie ihr im Titel erkennen könnt, ich wurde wirklich, was das Video angeht, wurde mir dieses Video zugeschickt, denn es handelt sich um etwas, wo mir gesagt wurde, Fatih, schau dir das Video an, das ist nämlich das Gottloseste, was bis jetzt, also in diesem Jahr passiert ist. Ich bin echt gespannt, was passiert ist. Den lieben Onurcan, ich habe ein, zwei Mal mit ihm geschrieben, auch telefoniert, glaube ich. Wir gehen rein und gucken mal, was passiert ist. Denn ihr wisst ja, wir reagieren normalerweise regelmäßig auf unseren Walross. Aber schauen wir doch mal, was hier passiert ist. Und wie findet ihr eigentlich diese neue Qualität? Feierabend, oder? Let's go, Digga. Ich weiß, bevor das Video anfängt, eine Sache. Der Typ, ne? Der cuttet, ich weiß nicht, ob er selbst die Videos cuttet, aber ich vermute, wie diese Videos gecuttet sind bei ihm, lustiger geht's einfach nicht. Ich lese Wünsche ab von Lippen und das alles für sie da. Ich denke, keiner hat erwartet, dass so ein Video kommt. Und dieses Video muss kommen. Es geht um zwei Personen, zwei Influencer und besser gesagt ein TikTok-Pärchen. Sikere-Modok hätte mich auch gewundert, wenn es mal nicht TikToker wäre. Dieses TikTok-Paar, worum es hier gerade geht, rechnet auch gar nicht mit diesem Video. Vor ein paar Tagen kam ein Expose-Video über diese beiden raus und sie hatten Glück gehabt. Ja, sie haben tatsächlich Glück gehabt. Weil das Expose-Video nicht viral gegangen ist. Natürlich, es wurde gepostet von einer Person, die mit der Öffentlichkeit nichts zu tun hat. Aber deshalb bin ich doch da. Bist doch da, meine Damen und Herren. Und deshalb würde ich sagen, wir fackeln auch nicht lange rum und kommen direkt zum Hauptteil von dem Video. Viel Spaß. Ja. Viel Spaß. Bruder, dich hört man kaum und sobald deine Musik kommt, mein Trommelfell ist geplatzt. Aisha ist weder eine Influencerin noch sonst was. Im Gegenteil, Aisha war ein Fan, eine Supporterin von der TikTokerin und ihrem Freund. Doch vor ein paar Tagen hat sie folgendes Video rausgebracht. Hallo zusammen. Ja, wo soll ich anfangen? Ich versuche sachlich zu bleiben, ich versuche ruhig zu bleiben, versuche mich zu heilen. Ich gebe mein Bestes. Vorab, es geht um Sandra und Ines. Ich glaube, jeder, der TikTok hat und ein bisschen Drama liebt, kennt die beiden. Sandra und Ines. Also die kenne ich tatsächlich nicht. Ich kenne diesen Typen, glaube ich, nur vom Sehen. Er war, glaube ich, auch mal ein, zwei Mal in Frankfurt und hat mit den ein oder anderen mal gechillt, die ich gut kenne. Ich glaube, dass er auch mal mit Nadja irgendwie TikToks gemacht hat. Aber so wirklich kenne ich tue ich jetzt die beiden nicht, ne. Die beiden. Man merkt auf jeden Fall ab und zu, dass ich auch aus Frankfurt komme. 2 Jahre gar nicht mehr so richtig in der Öffentlichkeit waren, sind wieder zurück. Das mit dem nächsten Skandal. Nachdem sie ihre eigene Ehe in den Dreck gezogen haben, die Trennung gefaked haben und Ines fast am Ende gestorben ist. Ich versuche wieder da zu sein. Ich komme ganze Zeit rein und dann werde ich wieder rausgeschickt. Dass ich ganz jetzt Sorgen um mich machen. Um diese beiden geht's heute also. Krass, wenn ich mal so fragen darf, was habt ihr denn eurer Supporterin angetan? Sandra hat auf Snapchat einen Post gepostet, wo sie geschrieben hat, wer bei Santander Bank kommt, jetzt bei Sparkasse, whatever ist, soll ihr schreiben. Und wenn man dann an dem gleichen Tag noch Geld verdienen möchte. Ich, dumm und naiv, keine Influencerin, wie viel Geld, hab mir gedacht, komm, mein Sohn hat jetzt bald Geburtstag, am 9.6. hatte er Geburtstag, ich möchte unbedingt eine Party machen und wollte mir das finanzieren. Und hab mir auch nichts dabei gedacht, weil ich dachte, wenn eine TikTokerin so etwas postet, dann wird auch nichts hinter sein. Natürlich glaubst du solchen Leuten. Ich habe ihr dann geschrieben, sie hat mir geschrieben, gut, ich schick dir eine Nummer, schreib ihr, dass du von mir kommst. Und dann sagt sie dir alles, erklärt sie dir alles. Okay, wir halten fest. Sandra postet etwas auf Snapchat, sie antwortet drauf, ist dabei und denkt sich als frisch gewordene Mutter, ich kann mir was dazu verdienen und eine Party für mein Kind schmeißen. Vlog, so cool. Und bevor jetzt schon irgendeiner von eurer Gummibärchenbande kommt und sagt, ich hab damit nichts zu tun, ich habe nichts gemacht. Was war dann das für ein Screenshot hier? Man kann hier Geld verdienen und so? Nein, Baba Bro. Dann ihr postet sowas öfter in eure Snapchat-Story als Bilder von euch selbst. Und jeder, der euch verfolgt, weiß es. Ich habe ihr dann geschrieben, sie hat mir geschrieben, gut, ich schicke dir eine Nummer, schreib ihr, dass du von mir kommst. Und dann sagt sie dir alles, erklärt sie dir alles. Tschüss! Einfach einen auf Trickbetrug, ja? Gibt's diese Leute auch auf TikTok. Ja, ne, ist haargenau dasselbe. Oh Mann, wie gottlos. Dicker, meine Liebe! Gucken wir mal, was die liebe Aisha geschrieben hat. Hey, komme von Sandra, möchte Geld verdienen. Bla bla bla. Den weiteren Verlauf von dem Chat könnt ihr hier gerne weiterlesen, wird euch jetzt eingeblendet. Dort wurde gesagt, erhöhe dein Limit, bla bla bla, du musst nur dies und das machen, irgendwelche Tutorials einfach und das war's schon. Und sie hat gesagt, gut, ich überweise dir eine Summe und von dieser Summe kriegst du dann dein Geld. Einen Anteil, ich weiß jetzt nicht, wo ich stehen geblieben bin. Also, Aisha soll ihr Limit erhöhen, die Kontodaten weitergeben und auf ihr Konto kommt dann Geld von dieser Jessica. Dieses Geld hebt sie dann ab, nimmt sich ihren Teil und gibt den Rest bar weiter.
Da steht auch in diese Screens hier, also diese Screens werden nur eingeblendet, weil ihr, das kommt ja nicht. Dir wird Geld auf Konto geschickt, bla bla bla, du kriegst deinen Anteil vor Ort. Bruder, das wird alles sogar erklärt, als wäre das das maximalste Tutorial. Die Arme sagt davor auch noch, ey, verarsch mich nicht, ich habe ein Kind. Aber ihr wird natürlich klar gemacht, ey, das Ganze ist doch sauber hier. Hier kann doch nichts passieren. Okay, Trommelfeld Nummer 2. Oder bitte, ich küsse dein Herz, die Musik nächste Mal leise. Hat Sandra gesagt, gut, dann machen wir das so, dann komme ich in deine Stadt mit dem Enes und wir machen das gemeinsam. Sandra kam auch noch an diesem Tag mit Enes, meinte noch, ja, soll ich ein paar TikToks machen, bla bla bla. Und ich meinte so, nee, ich will jetzt nicht wegen deinem Fame, so dass du das denkst, muss nicht sein. Meinte so, nee, alles gut, hahaha. Sandra und Enes, für den Jonas wirklich so geweint hat, als wäre das Patrick, wer ist geil bei den Knipp? Ich versuche wieder da zu sein, ich komme ganze Zeit rein und dann werde ich wieder rausgeschickt. Sandra und Enes fahren also in die Stadt von Aisha. Schöne Grüße nach Neuwied. Amanakoim, ich frag mich auch, wie solche Mütter so Kleinkindern auf TikTok trauen können. Okay, mag sein, dass das irgendwelche Zuschauerinnen sind, die einfach supporten. Aber ich frag mich im Endeffekt, wie könnt ihr wirklich solchen Kindern trauen, dass die euch oder dass ihr Geld verdient wegen denen? Wallah, wenn ihr Mütter seid, gebt doch euer Kind an eure Schwiegereltern oder eigene Mama zum Aufpassen und geht ganz normal arbeiten. Mir schreiben auch so viele Frauen manchmal, ja, ich bin auf Krise und was weiß ich was. Wallah, ich helfe schon genug in meiner Umgebung Leuten. Aber ich traue in dem Internet nicht mehr. Ich habe eine Sache gemacht. Ich habe einer Person. Ich habe vielen Personen geholfen. Auch so kranke Kindern. Alles immer meine Reichweite dafür gesorgt, dass denen geholfen wird. Aber ich habe wirklich einmal bin ich auf eine Nachricht eingegangen, weil ich halt dachte, dass diesem Mädchen wirklich ungerecht angetan wurde. Und was ist im Endeffekt rausgekommen? Das Mädchen war einfach nur psychisch krank. Ich habe es im Endeffekt auch. Die war famegeil, die war psychisch krank. Ich habe es im Endeffekt habe ich es auch abbekommen. Also seitdem, ich gehe auf keine Nachrichten mehr so ein. Wirklich. Und jetzt frage ich mich, wie können solche Mütter. Wir gucken mal weiter, was passiert ist. Ich bin aber jetzt schon, mein Blutdruck ist jetzt schon oben. Dann klappt das erstmal nicht. Einen Tag später soll das wiederholt werden. Da gab es aber auch Probleme, wo Aisha dann sogar gesagt hat, ey, ich werde das nicht weitermachen, scheiß drauf. Aber unsere Lieblingsdora hat ja nicht locker gelassen. Also es ging dann zum nächsten Tag, haben wir wieder geschrieben, bla bla bla. Und da meinte ich irgendwann so, nee, komm, das funktioniert nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und dann hat sie gesagt, das Geld muss jeden Augenblick drauf sein. Also einfach so aus dem heiteren Himmel hat sie es dann doch überwiesen. Also diese Jessica hat mir das überwiesen. Oder Dora, was ist eigentlich passiert, als das Geld drauf war? Kam es auf ein Konto an, ich bin dann in die Stadt gefahren, das Geld abgehoben, hab gefragt, wem ich das Geld jetzt geben soll. Dann, jetzt kommt's, kam Enes mit einem Kumpel in einem Leihwagen. Ich habe auch Kennzeichen und, daher weiß ich auch, dass ein Leihwagen ist, in die Stadt. Ich habe Enes das Geld gegeben und habe meinen Anteil behalten, habe noch mit Enes geredet und meinte so, keine Ahnung, meine Mutter war halt auch dabei und sie meinte dann zu ihm so, ja, dass dieses Mädchen, diese Jessica, sehr frech ist, weil sie sehr frech mit mir geschrieben hat. Und dann meinte er am Ende noch, ja, und tut mir leid, ich werde Jessica sagen, sie soll nicht so frech sein. Jessica, aber nicht jagte mit Jessicas. Wisst ihr, was das Harte ist? Also wir haben jetzt alle verstanden. Sandra postet auf Snap, der will Geld verdienen. Aisha meldet sich, gibt ihre Daten. Auf Aishas Konto kommen ein paar tausend Euro an. Sie behält ihren Anteil, gibt den Rest Enes auf die Hand. Doch ab Kapitel 3 von diesem Video wird's noch detaillierter. Oh nein. Moment, ich mach schon mal leise. Okay, zum Glück leiser gemacht. Heißt dieses Kapitel, wer bist du? Ach ja, nun kommen wir zu den härtesten Punkten. Nachdem das alles passiert ist und man ja bei Sandra leichtes Geld verdienen konnte, wurde Aishas Konto gesperrt. Wir halten fest, Aisha ist eine Mutter. Relativ frisch Mutter geworden, nicht allzu lange her. Sie wollte ihrem Kind, ihrem Sohn, einfach eine Geburtstagsparty ermöglichen. Weil nicht jeder hat die finanziellen Mittel dafür und sie dachte sich, okay, ich supporte sie ja eh schon jahrelang, da kann doch eigentlich nichts passieren. Meine beiden Karten sind gesperrt. Ich kann nicht mehr auf mein Konto zugreifen. Die Bank hat mir einen Brief geschickt, dass es eine Fehlbuchung gewesen wäre und die nette Frau gerne ihre 1000, ich sag keine Summe, ihr Geld zurückhaben möchte. Ich kann keine Überweisungen machen. Ich kann meine Miete nicht bezahlen, meine Rechnung nicht bezahlen, weil ich keinen Zugriff mehr auf mein Konto habe und bleib auf dem Geld sitzen, dass ich den zurückzahlen soll. Also. Alter, was für räudige, ekelhafte Menschen, Digga. Oh mein Gott. Olum, zu was diese Leute fähig sind. Olum, Lan, diese Frau, diese Menschen feiern euch
und ihr habt nichts Besseres zu tun mit eurer Reichweite, Menschen abzuziehen, die nicht mal Geld haben. Puh, ihr ekelhaften Menschen. So wurde eigentlich das Konto gesperrt und was ist dann passiert? Ja, genau. Und jetzt kommen wir mal zu euch, Baller, ihr seid die ekligsten Menschen lang. Oh mein Gott. Aishas Konto wurde gesperrt. Sie kann ihre Miete nicht zahlen, kann die Rechnungen nicht zahlen. Schreibt euch Folgendes. Ich werde heute Abend eine Anzeige gegen euch machen. Klär das mit Jessica ab. Du hast mir gesagt, dann passiert nichts. Ich sitze auf den Kosten fest. Wie konntet ihr das nur machen mit mir? Bla bla bla. Sandras Antwort. Wer ist Jessica? Junge. Digga, ist das euer Ernst? Oh mein Gott, diese Frau hat alles verloren, was es gibt und ihr sagt, wer ist Jessica? Sie sagt, trotzdem noch mal ruhig geblieben, Respekt, die Nummer, die du mir geschickt hast. Sandra, ich check nicht, was du von mir willst. Ja, alles, genau, wir haben alles gedribbelt. Ich weiß nicht, ob die so Clash Royale oder Clash of Clans gespielt haben, das ist irgendein Zauber. Walla, ich habe immer gedacht, ich habe immer so Filme geguckt, so irgendwelche Filme, Thriller-Filme, Horrorfilme, wo es genau diese ekelhaften Menschen gibt. Ulan, solchen Menschen wirklich sollte man Verbot in der Öffentlichkeit geben. Krass, Lan. Hast du es mitbekommen? Die ziehen einfach eine Mutter ab, die auch noch so jung ist, die auch noch euch feiert. Alles wieder zurück ist. Aber Sandra dachte sich, ey, wir nehmen eine Mutter hoch. Die, die ein Kind zu Hause hat, ihre Rechnung nicht mehr bezahlen kann, ihre Miete nicht mehr bezahlen kann. Die sitzt auf den ganzen Kosten fest. Die nehmt ihr hoch, weil ihr ja vielleicht das Geld verdient. Die nehmt ihr hoch und das Einzige, was ihr sagen könnt, ist... Ich wusste von ihr nicht. Wer ist Jessica? Wer bist du überhaupt? Und das Härteste kommt ja noch. Und das ist Ennis. Jedenfalls, Ennis tut jetzt so, als würde er mich nicht kennen, als hätte er mich noch nie im Leben gesehen. Sauber, Ennis! Sauber! Ja! Warte mal, wir haben ja Chats. Aisha schreibt, wie könnt ihr so herzlos sein? Ich habe ein Kind zu versorgen. Ennis schreibt, was habe ich damit zu tun? Und wenn Scam so einfach geht, warum... Und solchen Leuten schenkt ihr Abos? Likes? Ich sag euch eine Sache, gebt diesen Menschen Reichweite, zeigt den Leuten, ich bin gerade so froh, dass ich auf dieses Video reagiere und ich bin wirklich dafür da, dass wir genau dieses Video sehr verbreiten sollten und ich küsse Onurcan seine verschwitzte Stirn, dass er so ein Video gemacht hat. Wallah, ich wäre sonst niemals auf sowas aufmerksam geworden. Gott weiß, was die noch für Menschen abgezogen haben. An alle Menschen, die sich abziehen lassen von so Leuten, meldet euch bei ihm. Ihr könnt euch auch gerne bei mir melden. Alter, Digga. Ich bin sprachlos. Warum mach ich noch YouTube? Ich weiß nicht, was du meinst. Bruder, wollt ihr mich verarschen oder so? Von Binder Dalgame geht schon ins Land. Nimmt ihr mich gerade hoch? Er sagt, ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Sauber ist! Sauber ist! Sandra Ake Adora und ihr Affe Boots haben meine Mutter abgezogen. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich hab dich noch nie in meinem Leben gesehen. Junge! Nur was er nicht checkt, ist ja, die wurden ja aufgenommen. Da war ja was. Aisha meinte im ersten Part von ihrem Statement, dass sie gesagt hätte, ey, diese Jessica soll nicht so frech mit mir reden. Und Ennis meinte, ich werde das Jessica so weitergeben. Aber jetzt schreibt er, ich hab dich noch nie in meinem Leben gesehen. Und was ist das für ein Video hier? Ist das nicht deine Stimme? Bist du nicht nach Neuwied gefahren, hast das Geld abgeholt mit deinem Kollegen und deine Frau war irgendwo, Bruder, die hat Map einfach aus dem Rucksack gezogen, war auf irgendein Kündigung. Könnt ihr das Geld sehen? Leute, wo ist denn das Geld? Wo haben wir die Karte? Das war's ja also nicht. Vor allem, wie kannst du eine Person nicht kennen, aber gleichzeitig schreiben, Sandra hatte mit dir eine bezahlte Kooperation, ich habe damit nichts zu tun. Was für eine bezahlte Kooperation, Bruder? Ist jeder, Digga, ist das Placement gewesen? Ich frage mich, wie überhaupt Leute, solche Menschen noch Gesicht haben, überhaupt zu reden oder an die Öffentlichkeit zu gehen und dann noch so süße TikToks zu machen. Puh auf euch. Wirklich, an jeden, der das guckt, der auf diese Leute aufmerksam wird, geht, spuckt auf die, wenn ihr die seht. Kommentiert doch mal, dass die Mann... Guck mal, Leute, ich habe angefangen, meine Hornhaut rauszureißen, weil mich das jetzt so aggressiv gemacht hat. Oh mein Gott, ihr wärt geiles Placement. Einfach mein Konto mit dich. Ja, geil. Ich hab dich noch nie gesehen. Walla, ihr seid die billigsten Menschen, die ich je gesehen habe. Die billigsten. Billigen Promo-Videos auf YouTube, wo ihr eure Ehre einfach in den Dreck gezogen habt. Wo ihr irgendwelche Familien mit reingezogen habt, wo ihr von A bis Z eure Community angelogen habt. Und Aisha war auch ein Teil von eurer Community, überlegt mal. Sie hat immer noch zu euch gehalten, trotz all den Videos, die es über euch gab.
Wenn ich mir gerade so vorstelle, stellt euch mal vor, ich ziehe einen von euch ab. Digga, ziehst du einen Zuschauer ab? Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten die haben. Aber sehen wir es mal so. Die haben 500.000 Abonnenten. Ziehst du auch nur eine oder einen davon ab, dann hast du all deine Abonnenten abgezogen. Also jetzt mal an euch alle. An alle, die das sehen. An alle, die den beiden folgen. Die haben euch alle abgezogen. Überlegt mal, wie gottlos, wie herzlos diese beiden sind, dass die eine Mutter abziehen, die noch so jung ist, die sich um ihr Kind sorgt, die einfach nur eine Party schmeißen wollte für ihr kleines Baby. Und diese Leute, diese Pisskinder, ziehen noch diese Mutter ab. Wallah, ich frag mich, was ist, ich kann nicht mal reden. Wallah, ich kann nicht mal reden. Ich hab einfach einen Hänger. Was ist eure Ausrede? Man hat rote Klaren. Aber die Person, die ihr abgezogen habt, hat die noch zu euch gehalten. Und ihr habt das Leben von einer jungen Mutter zerstört, die von ihrer Bank gekündigt wurde, ihre Rechnungen nicht bezahlen konnte, ihre Miete nicht mehr bezahlen konnte. Land, ihr habt zu Hause ein Kind zu ernähren, Land. Diese Mutter habt ihr in den Ruin getrieben. Warum? Weil ihr mit eurer Snapchat, eurer Kreditkarten und eurer Geldwäschemasche irgendwelche Leute abgezogen habt. Ich schwöre, da ist nicht nur eine Person von betroffen. Und jeder, der von euch betroffen ist, soll sich bei mir melden. Warum soll sich jeder bei mir melden, Land? Ihr seid die billigsten Menschen. Das habe ich vorhin gesagt. Jeder, der von denen irgendwie abgezogen wurde, oder sogar die es vorhatten und die das nicht geschafft haben, sollen sich auch bei ihm melden. Meiner Meinung nach, verbreitet diese Videos. Bitte, ich küsse eure Herzen. Und ich schwöre euch, solltet ihr nach diesem Video hier noch diesen Mut haben, irgendwas abzustreiten und zu sagen, das stimmt nicht, ich bin einfach hinter uns. Ich schwöre euch, nach all den Beweisen, wo ihr da wart, Leute, die euch gesehen haben, Videos, wo man deine Stimme hört, Chats, alles Mögliche, sogar die Banküberweisungen, wenn ihr das alles abstrecken wollt, ich schwöre es euch, ich werde es noch schlimmer machen, noch schlimmer. Und ich mach das nicht, weil ich Hasse auf euch habe. Nein, ich fand euch am Anfang sehr korrekt, bis ihr komplett reingeschissen habt. Wallah sogar, und das wisst ihr selber, weil ich euch damals gefolgt bin. Solltet ihr das alles abstrecken und versuchen, mich zu bedrohen, so wie ihr sie versucht habt zu bedrohen, ich schwöre es euch, es wird noch ekliger. Dann geht ihr in den richtigen Krieg ein. Deshalb stellt euch lieber und sorgt dafür, dass ihr alles gerade biegt. Alles. Statt euer Snapchat zu... Lam, wer sind die Land, dass die drohen sollten? Wer seid ihr lang, kleine Kinder? Wer sind die denn, dass die drohen sollten? Ich bin dabei. Deaktivieren und sonstiges. Sogar Kommentare auf Insta habt ihr deaktiviert, Land. Sorgt lieber dafür, dass ihr diesen finanziellen Schaden von einer Mutter, Land, die ein Kind zu Hause erzieht, die kaum Geld zu Hause hatte und dir vertraut hat, weil sie dich gefeiert hat, sorgt dafür, dass ihr diesen Schaden behebt. Und ich schwöre es euch, dann war es das ja sogar. Aber ihr bedroht diese Frau, sagt, das stimmt nicht, ich werde dich anzeigen. Ihr dreht alles um. Ich hab dich nie gesehen. Mach mal die Augen auf, Land. Wallah, ich bin sehr gespannt, was nach diesem Video passieren wird, was ihr sagen werdet. Antwortet gerne drauf, zeigt. Und wenn ich im Unrecht liege, ich schwöre, ich entschuldige mich persönlich. Aber nach diesen ganzen Sachen, nach den ganzen Screens, Chats, Aufnahmen, alles Mögliche, denke ich nicht, dass ihr noch sagen könnt, ja, und ihr wollt nur Fame von uns, das stimmt nicht. Und damit war es das mit dem Video, damit ihr mal Ruhe habt. Das hab ich noch nie gesehen. Mal sehen, ob ihr mich auch bedrohen wollt, Alter. Wallah, so wie es bei Isha versucht hat. Damit war's mit dem Video. Ich küsse euer Herz. Tschüss. Opfer Menschen, Alter. Krass, Digga. Wirklich krass. Also sowas Asoziales habe ich wirklich seit langem nicht mehr gesehen. Ich dachte immer, Shelly. Okay, ist ein anderer Fall. Aber... hier das, ne? Wallah, ich bin zutiefst geschockt. Verbreitet bitte das Video von Onurcan. Guck mal, Leute, wenn ich so gerade gucke, wer alles kommentiert hat. Ich habe mir mal so ein bisschen die Kommentare durchgelesen. Sogar Denison hat kommentiert. Lasst euch nicht verarschen. Egal, ob es Leute sind, die ihr feiert. Vertraut einfach niemandem. Ihr seht ja, was dabei rauskommt. Schickt weder jemandem Geld. Lasst euch weder Geld schicken oder sonst was. Wenn ihr jemanden draußen seht, die ihr feiert und die euch was schenken, dann ist es was anderes. Aber hört auf, mit diesen Bankverbindungen und so irgendwelchen Scheißkram da zu machen. Ihr werdet im Endeffekt nur verarscht. Also in dem Sinne, Habibis, ich küsse eure Herzen. Danke für euren Support. Und Onurcan, cooles Video, Bruder. Ich küsse deine verschwitzte Stirn, Digga. Mach weiter so.